Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Heute geht es mal wieder um eine Errungenschaft aus dem Bereich Recht, nämlich Wiedergutmachung. Was muss ich dafür tun? Bezahlt auf einmal 1000 Gold oder mehr, um für eure Taten gegen Bürger Tamriels zu sühnen. Begleicht ein Kopfgeld bei einer Wache und begleicht ein Kopfgeld bei einem Hehler. So. Kopfgeld bekomme ich, wenn ich eine Straftat begehe, bei der ich erwischt werde. Das heißt also, ich kann bewusst oder unbewusst jemanden anschießen. Aber jetzt sieht man gerade, das waren gerade mal 63 Kopfgeld. Ich kann aber auch nochmal ein Tier schießen. Da sind wir schon bei 100 Kopfgeld. Ich kann versuchen, jemanden zu bestehlen, dabei erwischt werden. Ich kann eine Wache anschießen. Da muss ich aber schnell rennen, weil ich das sonst nicht überlebe. Also ich brauche schon ein paar Straftaten, um letztendlich auf 1000 zu kommen. Ich habe jetzt gerade mal 105 und nach einer Zeit verfällt das Kopfgeld ja auch. Also ich muss da schon ganz schön mächtig was anstellen, um im Endeffekt dann auf diese 1000 Gold zu kommen. Ja, wenn ich dann von einer Wache gestellt werde, das ist dann zum Beispiel, wenn ich mich in einer Stadt befinde, dann kann ich das Geld dann auch bei einer Wache begleichen. Bedenkt aber bitte, solltet ihr gestohlene Sachen bei euch im Inventar haben, die sind dann auch weg, wenn ihr dieses Kopfgeld bezahlt habt. Und Hehler findet ihr in den Unterschlüpfen, wie auch immer, jedenfalls bei den Diebesgilden. Das heißt also, das ist ganz häufig, jetzt mal eine bessere Stadt hier finden, das ist eben ganz häufig in den Städten und ihr habt dafür immer dieses Zeichen hier, Gramfeste Unterschlupf, das ist meistens einmal in der Stadt. Also Gramfeste hier, weil es eben der Ort Gramfeste ist und dann auch oft nochmal außerhalb der Stadt und dort findet ihr eben Hehler, bei denen ihr auch das Kopfgeld begleichen könnt. Hier werden euch die gestohlenen Sachen dann nicht abgenommen, die könnt ihr dort dann entsprechend verkaufen oder eben schieben, je nachdem, um welche Sachen es sich handelt. Also, hier lohnt es sich ja wirklich mal Gesetzesbrecher zu sein. Aber wie gesagt, ihr müsst halt mindestens 1000 Kopfgeld zusammenbekommen, also ein bisschen mehr anstellen. Aber ich denke, das werdet ihr schon irgendwie hinkriegen. Tobt euch einfach mal in einer Stadt aus. Ihr müsst nur ein bisschen aufpassen, dass ihr es nicht übertreibt, weil sonst wird die Wache euch gar nicht mehr die Möglichkeit geben, das Kopfgeld zu bezahlen, sondern dann wird sie euch gleich töten wollen. Also hier, wie gesagt, ein bisschen aufpassen. Das war's zu dieser Errungenschaft. Wie gesagt, Wiedergutmachung. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Lasst euch nicht töten und wie gesagt nur für die Errungenschaft. Ansonsten seid ihr mal ein bisschen artig im Spiel. Und ja, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, ich freue mich immer über ein Like und ein Follow und sage damit Tschüss, eure Kastanie. Bis zum nächsten Video.